Guten Morgen, kaum zu glauben, aber wahr. Wir haben Februar 2018 und es ist genau ein Jahr her, seit wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg waren. Und deswegen ist es Zeit, dass wir dieses großartige Event vom letzten Jahr wiederholen. Aber heute haben wir im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir bei Lego nicht reingekommen sind, wo wir bei Carrera nicht reingekommen sind, Carrera sollte das heißen, haben wir All Access gebucht und deswegen wird es hoffentlich in diesem Jahr noch spektakulärer, noch geiler und noch lustiger als 2017. Und ich bin verdammt nochmal noch älter, aber passiert einfach. Jo, also Spielwarenmesse Nürnberg 2018, let's go! Superboys Electro Arcade. So, jetzt sind wir auf der Spielwarenmesse angekommen und ich habe hier schon das erste Objekt der Begierde gefunden. Hier, nimmst du das mal bitte? Guck mal, das tolle Mädchen da. Hallo! Das ist ein Jubelmädchen, lass mich sagen. Du bist ein Mädchen, was du geschöpft hast. Ja, wunderbar. So, das ist mal ein Überblick über eine der vielen, vielen Hallen. Ich glaube, es sind 12 insgesamt und es sieht echt beeindruckend aus von oben, wenn man diese ganzen Stände sieht. Das ist jetzt unser Ausstellerausweis von Zapf Creations, die uns auch dieses Jahr wieder eingeladen haben. Leider klappt es doch nicht mit Lego, irgendwie Produktpiraterie oder irgendwie so ein Quatsch. Ist aber egal, es gibt sicherlich genügend andere Sachen, die uns heute erfreuen werden. Also, auf geht's! So, wir sind hier bei Arcade One Up und Arcade One Up ist nichts anderes als ja, Spielautomaten in klein, gell? Und da haben wir hier Street Fighter 2 und Rampage. Natürlich werden wir mal Rampage jetzt spielen, weil Street Fighter wirklich ein blödes Spiel ist. Sehr spannend, gell? Das ist genau mein Ding. So, und von Arcade One Up gibt's Rampage, Joust, Gauntlet und Defender. Und so groß sind die Dinger. Winzig eigentlich. Läuft schon? Wir werden jetzt eine Runde Bubble Soccer. Also das hier, gell? Das hätte ich wirklich gerne bei mir in der Wohnung. Saugeil. Und dann natürlich, ich bin Groot. Also ich habe ja auch heute meinen schönen Rucksack dabei. Wenn mir gerade passend zum Rucksack könnte man auch einen Helm noch dazu ausprobieren. Und da habe ich was Tolles gefunden, nämlich auch den hier. Jetzt setze ich jetzt mal auf.
Also man sieht es ja so, man sieht es ja fort, ich bin total der Helmtyp, gell? Und bin mir sicher, dass mir der auch gut stehen wird. Passt leider nicht ganz, aber ich denke, man sieht das Ergebnis. Thumbs up. Also läuft es schon. So, ich bin wieder im Stand, wo ich letztes Jahr meine größte Niederlage hatte, als mich in einem Segway umgeschmissen hat. Und wir werden heute den Tornado ausprobieren. Was ist da überhaupt rein? Da passt nicht rein. Wir hatten gestern leider den Tunnel hat 150 Kilogramm gewogen. Und der ist immer noch mit dem Fahren, also kein Problem. 115 Kilo habe ich noch nicht. Wir haben aber ein gutes Cage, vielleicht kommt ihr da ja hin. Ja, da müssen sie aber, das habe ich gehört. Einfach Gas geben und das Coole bei dem ist, dass die Räder sich in um 360 Grad drehen können. Deswegen ist der super zum Driften gemacht. Okay. Also einfach mal in der Kurve auf Gas bleiben und wirklich rumreißen. Das ist Gas hier. Genau, das ist das Gas. Also jetzt gehen wir mal raus, ne? Kommen Sie mal mit. Also er hat gesagt, ich soll in der Kurve richtig mal rumreißen, ne? Und dann werde ich da rumdriften. Läufst du jetzt mit mir mit? Aber du musst schnell laufen, gell? Ich laufe. Der ist absolut sexy. Ella, so pass auf. Jetzt pass auf, voll rumreißen, hat er gesagt, voll rumreißen. Geil! Mann, nochmal. Das ist ja richtig geil. Ja, ich hab gesagt, rumreißen. Genau. Richtig cool, möchtest du auch mal fahren? Ja. Geil. Ich bin ja auf einer wahnsinnig bequemen Schaukel, wo man nicht anschuben muss, sondern ich glaube, ich könnte jetzt für den Rest meines Lebens auf dieser Schaukel liegen und einfach schaukeln. Ich glaube, das ist allein schon beim Zuschauen ziemlich entspannend, oder? Ah. Wunderschön. Ah ja. Mal ein bisschen was Ruhiges auch zwischendrin. Das ist ganz wichtig. So, wir haben hier diesen großartigen Roboterhund und der kann folgenden fantastischen Trick. Pass auf. Go to Pippi. Überragend. So, go to sleep. What else can he do? So, es gibt noch einen absoluten Supertrick, nämlich Showtime! That's more? Yeah. Einen habe ich noch, pass auf. Do stunts. Yeah, that's it. All right. Pew, pew, pew. Like a bully? Yeah, okay. He's dead. He's dead. All right. Überragend. Lastkraftwagenfahrer. Tüt, tüt. So, jetzt haben wir hier natürlich diese großartige Seifenblasenmaschine. Und es gibt ja nichts Besseres, als Seifenblasen zu machen. Woo! So, wir sind bei Carrera angelangt. Und jetzt schauen wir mal, ob wir reinkommen. Carrera, gell? Ist auch ein ziemlicher Flop. Die Frau, die uns abholen soll, die kommt einfach nicht. Verdammt nochmal. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir noch warten? Sollen wir gehen? Yes, wir sind drin. Aber leider darf man hier nicht filmen. Deswegen Kamera aus. So, wir sind jetzt bei so einer Schleimfirma. Wahrscheinlich finden sie das ziemlich schlecht, wenn ich sie Schleimfirma nenne, aber passt schon. Und wir haben hier großartige verschiedene Slime-Sorten. Das ist ziemlich eklig, das möchte ich auch mal bitte testen. Okay. Klebt aber überhaupt nicht, gell? Dann haben wir das hier. Das ist sehr, das kann man quasi ganz rausnehmen. Okay.
Und dann haben wir diesen großartigen hier. Das ist der Pumpschlepp. Rein damit. Oh, jetzt habe ich fast den Bottich dran. Einfach nochmal rein und nochmal raus, rein. Immer rein. Und genau. Das habe ich ja gerade schon getestet, ich weiß. Genau. So, und jetzt der hier noch. Was haben wir hier? Das ist ein. Das sind wir da live. Ah, okay, das sind wir live, ja. Aber nur live auf meiner Kamera. Ja, nicht live in die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Ja, sehr spannend. So, ich fand das schon immer ganz toll. No Parabens, was immer das auch heißt. Und, Achtung. Wir haben hier den Schleimwasserfall. Schleimwasserfall und... Also das ist ja strange. Ich werde es nicht mehr los. Hallo. Okay. Das ist ziemlich stark. Ich habe jetzt mal Lust auf eine Runde reiten, ne? Das tolle Pferd mir auserkoren, wie jetzt reiten werden. Kommst du da dran? Warte, ich komme wieder zurück. Es ist wie im echten Leben, gell? So funktioniert das Reiten auch im echten Leben. Klauen, gell? Und in den Sonnenuntergang reiten war aber nichts. Also ich muss schon sagen, ich war die ganze Zeit ein bisschen enttäuscht, aber jetzt haben wir es wieder geschafft. Wir haben wunderschöne Luftballons bekommen. Und eine Spielwarenmesse ohne Luftballon ist natürlich überhaupt keine gescheite Messe. Das heißt, wir haben hier Mission accomplished. Fertig. So, die Spielwarenmesse ist zu Ende. Es war wieder mal großartig. Die Ronja will nicht drauf. Verdammt, jetzt habe ich aus Versehen in die Kamera geschwenkt. Dieses Jahr wahrscheinlich genauso spektakulär, wenn nicht sogar spektakulärer als letztes Jahr. Und natürlich kommen wir im nächsten Jahr wieder. Das ist eine Drohung.